Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, liebe Xenomorphs. Willkommen zurück bei Alien Isolation. Wir klettern da jetzt wieder runter. Ich konnte nicht aus dem Raum hier raus. Die Zugänge sind zu. Also ich komme nicht mehr durch die Schächte, die Tür ist sowieso zu. Es gibt aus diesem Raum kein Entkommen. Das heißt, wir müssen so oder so hier runterklettern. Und dann gucken wir mal, wo wir da landen und ob ich meine Waffen wiederkriege. Ich bin mal gespannt, was hier so der finale Showdown sein wird. Ich kann mir echt nicht so ganz vorstellen, was hier noch passieren wird, aber sehen wir dann. Fakt ist aber, wenn sie sich natürlich auch an die Filme halten, überlebt Amanda das. Also wir können davon ausgehen, dass wir hier diese Reise mit ihr überleben werden. Fragt sich nur wie, was mit dem Alien passiert. Apollo Primeres Interaktionslog. 11.11.2137. Klasse menschliche Interaktion. Anfrage für zwischenbetriebliche Nachrichten erhalten. Angehende Nachricht an Vertreter von Wayland Yutani erhalten und überwacht. 16.11. Klasse Colonie Marshall Schadensbericht. Vorübergehende Notfallmaßnahmen in San Cristobal Krankenstation eingeleitet. Keine weiteren Informationen verfügbar. Kann ich da runter scrollen? Bitte nach unten. Jetzt. So. Klasse. Also 17.11. Klasse externe Interaktion. Kaufauftrag erhalten. Organisationsregelwerk von Wayland Yutani erhalten. Verifiziert und installiert. 23.11. Klasse Colonial Marshall Schadensbericht. Notfallmaßnahmen in San Cristobal Krankenstation verlängert. Keine weiteren Informationen verfügbar. Stationsscans unter Wayland Yutani Richtlinie eingeleitet. 24.11. Klasse Gefahreneindämmungsalarm. Unbestätigte Scans im Reaktorsystem. Sonderauftrag 939 eingeleitet. Höchste Priorität. Organismus schützen. Stationsquarantäne aufrechterhalten. Kommunikation unterbinden. 11.12. Klasse Sevastopol Auftragslog. Neue Einwohner, die von Synthetenpersonal im Apollo-System eingetragen werden. Ripley Amanda, 2. Stockwerk, Wayland Yutani. Taylor Nina, 4. Stockwerk, Wayland Yutani. Samuel Christopher, 3. Stockwerk, Wayland Yutani. Ersetzbar. 11.12. Klasse. Gefahreneindämmung. Alarm. Mögliche Gefahr für Organismus in Gefahrenlabor vom Projekt KG348. Gefahreneindämmungsalarm auf Omega erhöht. Kein Aufsehen erregen. Spending Ransom hier. Nach dem Wayland Yutani Aufkauf ist es wichtiger als je zuvor, dass die Flugschreiberübergabe ohne Probleme vonstatten geht. Das werden zwar nur Angestellte niedrigen Ranges sein, die vom Aufkauf keinen Schimmer haben, aber wenn die Gerüchte über verschwindende Menschen hören, schlafende Hunde soll man nicht wecken. Behalten wir alles einfach schön unter uns. Wir wollen nicht, dass sie es sich noch anders überlegen. Hier ist nix. Audio ist auch nix. Ja, das heißt, die Station wurde von Wayland Yutani aufgekauft, bevor wir hier ankamen. Maschinenraum. Was ja bedeutet, dass das Ganze schon unter Wayland Yutani aufgekauft wurde und wir natürlich davon nichts wussten und sie somit natürlich auch alles abgekapselt haben, um das Alien sicherzustellen. Wayland Yutani Protokollen. Sixen hat sich verkauft. Ricardo, Apollo weigert sich nachzugeben. Angeblich stimmt was mit dem Reaktor nicht. Sie gehören zur Firma. Sagen Sie ihm, das juckt Sie nicht und er soll tun, was Sie sagen. Tut mir leid, Ricardo, aber ich bin nur ein kleiner Fisch. Ich, Samuels, Taylor, wir alle. Wenn wir was wert wären, würde Apollo uns wahrscheinlich nicht so ohne weiteres sterben lassen. Davon können wir ausgehen. Aber Apollo ist das anscheinend voll egal. Hello there. Guckt schon so. Produktionsraum geschickt, aber er ist nicht wieder rausgekommen.
Jede Tür ist verschlossen. Und wie zum Teufel soll er in den Lüftungsschacht gekommen sein? Wir sind mit unserem Latein am Ende. Es scheint falsch, einfach weiterzuarbeiten, ohne nach ihm zu suchen. Aber wir wissen nicht, wo wir suchen sollen. Unsere Schicht ist bald vorbei. Ich werde den Vorfall an Reitz und die Marschalls berichten. Der Android ist im Lüftungsschacht geklettert? Großartig. Wenn ich anfange mit einer Rohrbombe rumzuballern, dann bin ich direkt tot. Nimm's mit. Großartig. Hab ich gesehen. Kamera nicht ausstellen. Gott. Drin halt kaum Empfang. Also ich würde es mal Empfang nennen. Da kommt er. Ist er weg? Er läuft da vorne irgendwo. Steht er. Alter, wo soll ich denn da hin? Geben Sie sich zum Reaktor. Hey, fast geschafft. Ah, Karte. Hey, komm schon. Komm ich hier durch? Oh Gott. Schon, Alter.
Steht dort und guckt. Er entfernt sich wieder. Ja. Perfekt. Okay, jetzt kommen wir der Sache ein kleines Stück näher. Bin ich gerade zurückgelaufen? Na super. Na, ist egal. Ich könnte zumindest die Kameras ausstellen, das ist schon mal viel wert. Muss ich einfach nur noch darauf achten, wo er lang geht. Ich könnte auch einfach versuchen, die Rohrbombe zu werfen. Um ihn zu erledigen und dann habe ich leichtes Spiel. Oder ich könnte einen Geräuschmacher nutzen, das geht auch. Hier ist er drin. Nice. Da wurde er aufmerksam, der Gute. Die Kamera mich detected hat. Okay, ich werde versuchen, ihn abzuschütteln. Und damit wir hier nicht die ganze Zeit den gleichen Gang sehen, mache ich hier kurz einen Cut und bin gleich wieder für euch da. Gut, ich habe ihn mit der Rohrbombe getötet. Dann halt so. Kann ich jetzt zwar keine neue herstellen, aber egal. Hab ich Ruhe. Das ist schon mal viel wert. Alter, was ist denn hier los? Alles voll mit Kameras. Wundervoll. Liebes. Okay. Ah! Das kann ich doch. Was? Den Ionenschneider nicht? Bin es ja eine Verbesserung für den Ionenschneider. Soll ich die denn herkriegen? Ist die hier irgendwo? War nicht, ne? Kann man die auch manuell irgendwie ausmachen oder so? Eigentlich nicht, ne? Ah, hier. Yes. Jetzt kann ich mich, glaube ich, durch jede Tür schmeißen. Also rein theoretisch kann mir auch nichts passieren, dass die Kamera mich sieht, aber es ist einfach so drin. Kamera, gefährlich, ausweichen. Alter, mit was der Geschwindigkeit wird jetzt hier gearbeitet? Das ist ja der Wahnsinn. Wie schnell es geht.
Das hat geklappt. Ja, großartig, da steht schon der nächste rum. Ja, die Firmeninteressen von Wadi Nutani, diesen Arschgesichtern. Da steht er da rum, was mache ich jetzt? Komm ich denn an dem vorbei? Da hat mich keiner gesehen. Ja, jetzt bewegt er sich erst. Nicht, dass er zweimal auf den gleichen Trick reinfällt. Aber das hat geklappt. Viel zu gering. Na scheiße, er hat mich gesehen. Was mache ich jetzt? Ich kann ihn abfackeln. Nix. Der läuft aber weiter wie der Terminator. Ja! Du stabazierst meine Geduld. Weil du nicht draufgehen willst. Fuck you. Nervig bist du auch noch. Kann nirgends hin. Der geht. Ach, der stirbt trotzdem irgendwann. Okay. Molotow-Cocktail ist mein Freund. Perfekt. Kann ich hier in Ruhe arbeiten? Hä? Wiederherstellen? Geht nicht. Ich hab doch gerade. Was? Hab ich das nicht gerade aktiviert hier? Ja. Okay, das Kabel führt hier lang. Energieniveau zu niedrig. Zu gering. Bot. Inventar voll. Herstellen geht nicht. Warum? Geht mir was? Ah, hier. Den habe ich gerade nicht gesehen. Alle drei aktivieren und dann Strom zünden. Sensor. Okay, jetzt. Dieses kleine E auf dem Bildschirm, weil er gewisse gewisse Interaktionsbuttons oder Quicktime Tasten nicht mitskaliert bei der Auflösung von 4K. Hat so ein kleines Problem. Ach, hier muss ich runter. Okay, alles klar. Das kann ja heiter werden. Thank you.
War jetzt noch ein bisschen Batterie. Ja, ich habe so viele Leuchtfackeln und ich finde irgendwie gefühlt in jeder Ecke eine. Ich doch lieber die hier. Jetzt musste sie eh abwerfen, aber dann bin ich hier raus. Hier, wo bin ich jetzt? Okay. Müsste die Tür von der anderen Seite sein. Yeah. Und so habe ich das gute Ding denn jetzt. Dann können wir hier einen Shortcut öffnen. War geil. Zack. Nice. Sesam, öffne dich. Dann kann ich nämlich gerade nochmal speichern gehen. Und dann gehen wir weiter. Ich habe echt so langsam das Gefühl, wir nähern uns einem Showdown. Aber ich würde diesen gerne mit irgendwelchen Waffen beschreiten, um mich zu wehren. Statt immer nur wegrennen zu müssen. Ich meine, das ist ja auch Teil des Spiels und der Spielererfahrung. Man soll sich auch fürchten und diese... Na toll. Dann speichere ich hier nochmal. Sorry, ich wusste nicht, dass hier noch einer ist. Das ist ja auch Teil der Spielerfahrung, dass man sich hilflos, einsam und isoliert fühlen soll. Das kriegt das Spiel auch gut hin. Aber mal so eine Knarre zu haben, um sich gegen Gegner zu wehren, ist eigentlich auch ganz cool. Statt nur, ich laufe geduckt die ganze Zeit hinter irgendwelchen Androiden her, die mich umbringen wollen. Sind sie das Gitter? Irgendwie. Kann ich mich denn nicht durchschneiden? Kann ich nicht. Hier Munition, aber wofür? Na super, da kommt jemand. Etwas verkehrt. Steht er da noch rum? Kommt näher. Du bist ein einziger Unfall, mein Freund. Mach mal. Shit, ich muss hier irgendwas machen. Da liegt doch was. Hier fahren. Fuck, der wird mich umbringen. Gehört zu brennen. Warum kann ich nicht einfach da die Wortzange nehmen und ihn kaputt hauen? Macht es ihm auch was? Oder macht es das nur bei den anderen Androiden? Ich kann das den ganzen Tag machen. Ja, was mache ich jetzt mit ihm? Okay, der stirbt nicht. Nee, danke. Kann nichts. Ich hab nichts, was ich ihm entgegenwerfen kann. Wie gesagt, ich könnte einen Geräuschmacher verwenden, aber das bringt nichts. Munition, wow. Ach, komm schon, Alter.
Kann ihn nicht angreifen, wenn er nicht gestunt ist. Muss halt weg hier. Wenn er jetzt hier reinkommt, wäre das ein Bonus. Der Raum ist so groß. Kann ich ihn locker abschütteln. Ja, aber anscheinend macht er wieder kehrt. Okay, wo führt mich der Raum denn hier hin? Da kam ich hier raus. Kam hier raus, ne? Ja. Irgendwo da vorne. Könnte er einen Elektroschocker benutzen, ich habe halt nur keine Batterien mehr. Ist den jetzt nicht angelockt? Ah doch, da kommt er. Das könnte echten Schaden anrichten. Jawohl, eine Waffe. Echt jetzt? Die lag die ganze Zeit da. Ich mach mal kurz Pause, damit er mich nicht angreift. Brauche ich noch einen Stift hier zum Schreiben. So, 6832. Alles klar. Ich hab halt Angst, irgendwas zu lesen. Wo ist der? Kommt der hier rein? Ich versteck mich mal provisorisch. Damit das Ganze nicht noch zu lange dauert, weil wir auch schon am Ende der Folge sind, mache ich hier kurz einen Cut. So, ich habe das Gitter geöffnet. Muss ich nur noch schaffen, wieder mit ihm vorbeizukommen. Muss schauen, ob ich noch ein Geräusch mache. Ne, kann ich nicht. Ich habe nichts mehr. Was ist denn das, was ich... Wilson schieße? Okay. Gott. An ihm vorbeizukommen ist ja auch echt eine Meisterleistung. Der patrouilliert hier ja die ganze Zeit. Der war ja schon gefühlt 5 Mal in diesem Raum. Okay. Dann machen wir es so, wenn ich am Gitter bin, falle ich gleich nochmal ein und dann machen wir dann da weiter. Bis gleich. Okay, ich bin auf dem Weg zur Tür. Ist aus dem Raum rausgeschafft. Irgendwie. Die Tür war denn das? Ach, die hier. Stimmt.
Mal sehen, wie viel das Bolzenschussgerät, also was es überhaupt für Schaden anrichtet bei denen. Falls ich nochmals auf einen treffe. Gott. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich bald wieder einen Speicherpunkt finde. Aufzurufen. Okay, auch gut. Ricardo, waren Sie jemals im Reaktor? Hab die Tour nie gemacht. Ich habe in einem ein Training absolviert. Das fühlt sich wie vor Ewigkeiten an. Hey, wir sind raus. Einsammeln. Auch Granate. Es hatte mir den Rücken zugewandt, ging den Flur herunter, als ob es das Normalste auf der Welt wäre. Ich habe mich versteckt. Aber da vorne sehe ich doch was. Ja, bitte, ja. Es hat sich unter dem Fußboden versteckt oder in der Decke. Sevastopol besteht aus Lüften, meine Waffen. Und verstaubten Räumen. Ich habe meine Waffen wieder, Leute. Seit Jahren mehr einen Fuß gesetzt hat. Es könnte überall sein. Danach müssen die Marshals gesucht haben. Das hätte mir nicht vorenthalten werden sollen. Chief Ende. Da oben höre ich ein Geräusch. Ein Geräusch, was ich sehr gut kenne. Ja, bitte. Warum liegen die Waffen denn hier rum? Naja. Werden wir noch rausfinden. Aber ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Vielleicht wird uns darüber noch Aufschluss gegeben. Falls nicht, ist es mir auch egal. Ich habe wieder, was ich wollte. Und nun haben wir endlich die Möglichkeit, uns zu wehren gegen die Androiden. Und ich hoffe mal, dass ich wieder ein paar Komponenten zusammenkriege, um mir wieder ein paar Medikits herzustellen. Aber das wird sich noch zeigen. Wir gehen auf jeden Fall das nächste Mal in den Reaktorraum und gucken mal, was dort abgeht. Also, es bleibt spannend weiterhin bei Alien Isolation. Ich hoffe, wir sehen uns wieder das nächste Mal. Bis dann!